So, fangen wir mal an. Dann fangen wir mal an. An Karfreitag, dem 19.04., bin ich zusammen mit Toni wieder zur Hippeschrater Mühle gefahren. Ich habe mir den Platz 1 am Einlauf direkt reserviert und Toni stand wie gewohnt auf seinem Stammplatz, die 21 gegenüber, am Ablauf. Hier schon mal eine kleine Vorschau der Fänge von diesem Tag. Verschiedene Gewichte. Und die guten doppelt. Falls man abreißt, brauchst du von den guten immer zwei. Ich hab auch guten doppelt immer. Ja, hab ich auch. Ja, die guten. Ja, wenn, vor allem, du hast die irgendwann, angelst du gern, dann geht eine kaputt. Und dann kriegst du sie nicht mehr. Ne? Ja. Kommt eine? Ja, aber eine richtig dicke. Kommt die rum? Die ist jetzt ungefähr bei dir auf der Seite. Ah, hier vorne. Ja, das ist eine richtig gute. Die großen Goldforellen und Forellen zogen direkt an der Uferkante vorbei. Komm, putt. Ah, das war eine schöne. Muss mir die Polbrille anziehen. Ohne geht das nicht. Direkt zu Beginn möchte ich mich bei Sascha und seiner Freundin Jacqueline bedanken für den angenehmen Tag und Angelkollegen. Du hast Biss, ne? Die geht. Ja. Nee, die, das. Ja, aber ich will noch einen Moment warten, bis die richtig zieht, weißt du? Aber es ist auf jeden Fall eine. Weil hier. Bremse habe ich weit genug auf. Also, wenn die zieht eigentlich dann komplett. Ich würde jetzt sagen, die hat den genommen, aber schwierig, ne? Schwierig, genau. Die hat den aber genommen, die geht jetzt. Ja, ja. Leider war das aufgrund nur ein Fehlbiss, da die Forellen an dem Tag aufgrund sehr, sehr vorsichtig gebissen haben. Was, echt? Ja, das kann es sein, weil ein bisschen Widerstand oben an der Oberfläche ist von dem Treibgut, dass die aus dem Grund wieder losgelassen hat, ne? Ich würde es mal riskieren, vielleicht einfach mal ein bisschen beiholen, so in der Hand, weißt du, gucken, ob sie zupft. Auf der anderen hast du was, oder? Da geht die Schnur jetzt. Zu Beginn fischte ich die neuen Trautjara Mirax in 70 mm in drei Farben: Schwarz, Weiß, Pink. Zum ersten Mal hatte ich auch die neue Zimex Impressefrute dabei, in der Variante Solid Tip 732. Oh, schöne. Das waren richtige Muttis. Und? Hängt? An der Route fische ich die Shimano Vanquish als Modell C2000 SFA. Die andere? Achso.
Nach zwischenzeitlichem Wechsel auf die Spoonroute, aber ohne Erfolg, tauschte ich wieder und angelte mit Gummi weiter. Steht da vorne so schön verführerisch am Rand, wenn wir die mal anwerfen. Ja, noch guckt sie. Jetzt hat sie ihn gesehen. Sie hatten gesehen. Abgedreht, hast du gesehen? Das war eine schöne große Goldforelle. Direkt verhauen. Die hat einen Maul gehabt. Verdammte Hacke. Ja, aber die ist noch da. Jetzt ist sie fällig. Das macht die nur einmal. Die ist auf jeden Fall am Jagen. Ja, zu weit weg aus dem Sichtfeld. So, Freund. Jetzt kriegst du die Schuppe hier zählt. Hängt. Hab ich doch gesagt. Kriegst die Schuppe gezählt, mein Freund. Spontan war 3, ne? Ja! Was eine Kamelle, guck dir mal 4 an. Petri, Dank. Jesus. Das geht nicht. Also wenn ihr zweimal vorbeischwimmt und zweimal nachschnappt, das funktioniert nicht. Die hat ja gebettelt. Ja, 3,5 bis 4. Genau 4,6 zu Hause nachgewogen. Schönes Tier, echt, muss man sagen. So kann man sich schnell verschätzen. So, Pflicht erfüllt, jetzt kommt die Kür. Ja, ich kann heute nur bis 12:30, das ist das Problem. Das war heute so ein Deal zwischen meiner Frau und mir, halben Tag angeln, aber nicht länger. Sonst gar nicht. Mache ich ja normalerweise auch, die hat ja auch einen Angelschein. Aber wir kriegen noch Besuch aus Bayern heute. Ja, geht wieder an. Sag mal, ist einer da? Okay. Reicht. Da hinten haben sie auch einen auf der anderen Seite. Goldforelle. Ja, Lachs. Oh, hier vorne. Kommen die denn jetzt her? Einmal unkontrolliert geangelt. Wo? Das ist nicht schlimm. Ach, die Bienenmade. Hey, du Räuber. Ja, jetzt ist sie weg. Ja, aber die Bienenmade, die sie den Haken abmacht und wegfliegt. Räuber, ey, gibt's ja gar nicht. Diebische Meisen unterwegs. So ein Gauner, echt. Die eine heute Morgen hast du gefangen auf? Auf Teich. Okay. Das sind immer die schönsten Bisse morgens direkt, wenn man nicht mit rechnet, vor dem Einsetzen. Oh, Biss. Oh, war ein schöner Biss. Ist noch da. Komm, nimm ihn nochmal. Nein. Fuck. Ja, war ein schöner Biss. Wow, jetzt könnte ich mir meinen Arsch beißen. Ja? Sag doch sowas nicht. So eine dicke war. Also noch Höchststrafe. Ja, noch meine Babygewelle. Ein Kampfrotauge. Das tut mir doch auch weh. Was denn? Ich, eigentlich 70er. Und wenn ich merke, geht gar nichts und attackieren trotzdem, nehmen aber nicht, dann mache ich 50er drauf. Hm?
jetzt noch alles ausprobieren. Hm? Das ist auch eine schöne dicke. Kumpel, da sind auch ein großer dran. Antoni auf der anderen Seite. Um die Forellen auf Grund zu suchen, habe ich gelegentlich die Grundmontage um 2-3 Meter bewegt und dann wieder neu abgelegt. Ich weiß nicht, ob das Biss war. Ich hatte mich gerade ein bisschen Zug auf die Schnur, wie ich die eingehangen habe. Boah. Kam eine schöne hoch. Eine richtig dicke hier vorne. Gebuckelt. Die hatte gut 6 Kilo. Oh. Wenn ich sie besser wüsste, würde ich sagen, ja. Also wie die, da hat sie gerade angehoben. Das war kein Treibgut. Hier vorne ist die Goldforelle wieder. Da vorne, Ben. Die wackelt doch immer noch. Ja, ja. Also nur ein Schnurschwimmer kann auch sein. Ja, die geht doch schon wieder. Jetzt hat die Forelle richtig Schnur genommen. Jetzt ist sie frei. Zwei, drei Meter ist sie geflüchtet und blieb dann plötzlich wieder stehen.
Oh, seid ihr dran, ja. Ja, Goldforelle. Ja? Dicke. Hm. Die hat aber echt lange gebraucht. Hast du gesehen, wie die ihn genommen hat? Also das war schon. Das war Zeitlupentempo. Sehr schön. Bitte, Dank. Die nächste Goldforelle mit 2,6 Kilo. Die gute Teilkombi, ne, aufgrund. Die geht. Wie immer. Natürlich. Eine Bienenmaht oder zwei, grün-orange läuft. Da ich mit den Gummis zu weit oben war, wechselte ich den Haken mit einem schwereren Tungstenkopf. Oh, hier ein dicker Lachs. Zwei dicke Lachs. Die jagen sich. Schön da bleiben, schön da bleiben. Nicht wegschwimmen. Den Kopf hier rüber drehen. Zwei schöne dicke Lachsforellen, nur im Einlauf. Hier kommt die eine. Ja, hab sie. Aufsicht! Kannst du gerade meine Grundroute reinholen, bitte? Eine dicke Mutti.
endlich eine, die richtig hinterhergegangen ist, die auch wollte. Ich geh mal hier rüber in die Ecke. Das habe ich nicht. Ja, das ist nicht schlimm. Ich versuche es mal langsam anzuliften. Nee. Weißt du? Jetzt hat sie verloren. Ja. Super. Dankeschön. Vielen Dank. Nee, alles gut, kannst du durchgehen. Super. Oh. Das war aber. Nee, den Schwanz hat's abgebissen, der ist weg. Aber. Nein. Ja, den Dings, vom Gummi. Hier vorne. Ja. Ich hab's gerade da vorne reingefallen. Guck mal, wie knapp die hingen. Guck mal. Krass. Siehst du das? Das wäre keine 5 Minuten gut gegangen. Nee. Die nächste schöne Lachsforelle mit 4,2 Kilo. Das? Der hat gleich mehr. Ja. Gleich mehr. Langsam wird's eng in der Kiste. Unter der Tüte mit den Fischen habe ich insgesamt 6 0,5 Liter PET-Flaschen eingefroren. Stehen aber nicht nur Karpfen dazwischen, da sind noch Forellen dabei. Rechts an der Seite. Da kommt jetzt zum Beispiel. Siehst du rechts, kommt eine große. Oh, die kriege ich. Komm, zeig dich, wo bist du? Da, da ist sie. Genau vors Maul geworfen. Zieht sie aber nach rechts rüber. Gesehen? Ja. Kurz zack, kurz reagiert. Ganz kurz hat sie mit dem Kopf genickt. Ich war einen halben Meter zu spät dran. Und läuft? Ja, ich habe eine dicke Lachs, eine große Lachs, eine große Gold, ja. Und eine mittlere Gold, weil die beißen. Aber halt, wenn sie vorbeikommen, auf Sicht, ne, anwerfen. Aber ist noch nicht allzu viel raus. Da ist die Goldgroßlachs hier. Davon habe ich eine von den Biestern. Hier zu weit weg. Die kommen nur dann, wenn du gerade woanders bist, ne? Sonst wäre doch zu einfach. Mal hier vorne ein bisschen nur tunken. Ja, mein Freund, komm mal hier rüber. Schwanz nicht. Dreht sie nochmal. Ne, da vorne schwanz sie. Ja, ist weggezogen. Und Toni? Willi, grüß dich. Ich muss meine Kühltasche holen. Voll? Ja, die ist schon voll. Wie viel hast du? Eine Gold, ja. Eine schöne große Lachs, ja. Und eine kleinere Lachs.
Ich habe eine schöne große Gold, ich habe eine schöne große Lachs und ich habe eine kleine mittlere Lachs. Gold. Gold. Gold, aha. Läuft. Das ist mit zweimal Gold. Hm. Auf Sicht hier vorne. Ja. Da kommt die nächste. Goldporelle auch. Der ist vor der Schnauze geworfen, der Quader war nicht runter. Hast du gesehen? Mhm. Hat kurz geguckt. Ja. Da vorne, bei dir. Goldporelle auch. Die kam an. Hm. Teich von der Nacht. Zap, hing er ab. Ein Teich hast du sie gekriegt, ja? Ja, ich habe sie auch mit Teich. Ich habe zwei auf Gummi und einen auf Grund. Ja. Ne, Grund, doch einen auf Grund, ja. Die kleinere habe ich auf Grund auch. Aber die großen auch im Schleppen, ne? Mhm. Soll ich mal gucken, was die eine hat, damit da durcheinander drin hat. Und sonst bei euch auf der Seite drüben. Hm? Und sonst bei euch auf der Seite? Schlecht. Da ist sie wieder. Schlecht. Ja? Ja, noch ja nichts dahin. Teuer genug nicht, ne? Oh, da. Oh, alter Schwede, du. Komm zu Papa. Oh, aber schön hier in der Ecke heute, ne? Mhm. Ja, ich bin zufrieden. Ein schöner, großer Lachs. Ich bin auch zufrieden. Also ich wäre mit einer schon zufrieden gewesen heute. Ja, schöne Goldforelle und schöne große noch. Und die Lachsforelle, die hat bestimmt 5,5 mindestens mit Jahren. Ja, die habe ich nicht. So groß ist meine nicht. Irgendwo 4. Schätze ich mal, 4 Kilo könntest du haben. Musst du nur hier rein tun, weil das passt ja nicht da rein. Ja, bevor sie kaputt gehen, ne? Bei der Wärme, jetzt wird die auch heiß heute. Genau. So, dann, ne? Ja, hau rein, ne? Ja, du auch, ne? Hm? Die hat gestört. Hm, hier vorne schwimmen zwei dicke Lachsforellen rum, darum konnte ich gerade nicht so reagieren. Aber zwei, ja, habe ich mitgerichtet mit einem Ohr, aber hier schwammen zwei richtige Mopeds, ja. Aber die sind weggeschwommen, angeworfen, abgedreht. Da aufs Buhn bei mir heute gar nichts lief, setzte ich eigentlich fast den ganzen Tag nur auf Gummis. Um den Einlauf waren den ganzen Vormittag über Forellen zu sehen. Mal immer kleiner gehen. Direkt unter dem Rohr am Einlauf stand ungefähr eine 1,2-1,5 Kilo Forelle, die ich an dem Tag mit Sicherheit 50-60 Mal angeworfen habe. Keine Reaktion. Nachdem der Wechsel auf kleinere Köder auch keinen Erfolg brachte, tauschte ich wieder den kleineren durch ein Probait 65 mm in dreifarbig. Ich war gerade dabei, die Grundmontage wieder neu zu bestücken und wollte sie austarieren am Wasser. Da kamen zwei große Lachsforellen vorbei,
Aber sieht selber, was dann passierte. Ja. Geil, ne? Genial. Hast du gesehen? Aber hammergeil, oder? Das ist schon. Das war schon frech. Was soll ich denn machen, wenn die da steht? Ja, ja. Ich kann da nichts dafür. Ich wollte gerade auch was versuchen. Die eine hatte keinen Bock, aber die eine stand und hat geguckt. Wie schön gemütlich da hingegangen ist, ne? Tup, tup, tup. Das ist die Schöne wieder. Ja. Ah, nicht in meine Grundroute. Nicht in meine Grundroute. Dreh mal nach rechts weg. Ne, das ist meine Grundroute, aber geht. Wahrscheinlich nur gerade meinen Bügel aufmachen. Da kannst du dich mal hochheben. Ich glaube, dann reicht es auch. Einfach mal, bitte sich eingewickelt. Nur mal gerade beizuholen. Naja, die hat sich einmal eingewickelt. Aber so geht es. Na. Na komm. Jetzt ist sie munter geworden. Nein, der war nicht. Noch zu viel Power. Dreh dich. Er hat sie verloren. Einfach hier draufstellen, genau. Auf den Rutenhalter. Die stelle ich hier hin. Dann kann ich gleich erstmal tüddeln. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Aber dieser ist besser, dieser ist schön im Oberkiefer. Echt? Hm, hier. Du sagst perfekt. Ja, perfekt. Ja. Die konnte nicht mehr raus. So. Schmeißen wir mal darüber. Die nächste schöne mit 2,4 Kilo. Du hast schön gelegen nachgegangen. Ne? Die habe ich schön gelegt, ja. Jetzt wird aber langsam eng in der Kiste. Ups.
Da insgesamt die Bisse aufgrund am ganzen See ausblieben, wechselte ich mal auf ein Marshmallow mit Kadaveröl. Dazu noch zwei Bienenmarken, ungefähr 40 cm über Grund auftreibend. War da eine? Aufs Buhn hätte ich schon noch ganz gern, zumindest noch ein Biss. Ja. Einen auf Gummi habe ich heute Morgen verhauen. Oh. Die hatten, ich glaube, schon schön genommen, aber die kamen auf mich zu. Ja. Ne? Dann machen die mit dem Mund, packen die mal nach. Ja. Und zweiten habe ich dann daneben gehauen. Du durch oder lässt du ein bisschen schlucken? Nee, ich lasse die schon nehmen. Normalerweise gehe ich mit der Route nach vorne und lass wirklich gucken, ob die einen halben Meter, Meter noch Schnur holen. Denn auf sich kannst du ja direkt Maul zu anhauen. Ja, klar. Ne? Nee, ich habe jetzt aufgrund, habe ich mal gewechselt auf Marshmallow mit Kadaver. Ja, habe ich auch. Normalerweise eigentlich aufgrund fast nur mit Teig. Ja. Teig, Bienenmade. Kam sie wieder hoch da hinten. Das sind noch viel Karpfen, ne? Nee, das war aber eine Forelle. Definitiv. Ja. Mhm. Ja, dieser kleine Schwarm mit diesem Kilokarpfen, der hinten rumschwimmt, ne? Ja. Die stapeln sich hier schon. Ich muss hier bald Regale einbauen für die ganzen Forellen, dass sie Platz haben. Du hast schon mal aufgegeben. Nein, ich höre mir nur ein paar Tipps. Das ist sehr klar, das Wasser, oder? Mhm. Also, was ich faszinierend finde, bei uns die ganze Seite hat fast alle nur passiv stehend auf Grund gehabt. Und du hast dann alle geschleppt gehabt. Alle geschleppt. Ja. Aber mit kurzen Pausen dabei, weil die nehmen, die, wenn die unten. Wenn ja, wieder absinkt, ne? Genau, ich noch eine verballert. Da stand Markus direkt neben mir, hat die schön inhaliert. Mhm. Den jetzt hat sie drinnen, vor die, weil die schon so am Dings dicke Backen gemacht hat. Ich denke, komm, hau an. Hast du gesehen, oder? Auf Sicht, ne? Mhm. Auf Sicht habe ich angeschlagen. Mach den Maul wieder auf, wa? Ich hätte warten sollen, bis das die Pose durch. Ja. Ja. Zwei habe ich bekommen hier auf Sicht. Wirklich gesehen, die kam hier rüber, angeworfen, ein bisschen gezuppelt, voll drauf geballert. Eine Stunde danach ungefähr. Am Anfang waren sie ein bisschen ruhiger. Und jetzt siehst du so gut wie gar nichts mehr. Doch, die kommen noch hier rum. Auch hier so Bretter. Das sind jetzt die Karpfen. Ja, die großen, die kommen noch vorbei. Die gehen auch nach, aber die nehmen nicht. Wie es immer so ist, wenn ein bisschen Langeweile aufkommt bei einer Beißflaute, probierte ich mal eine Bienenmade am Jighaken, um zu gucken, ob das vielleicht den nötigen Reiz ausmacht. Kurz vorm Einpacken probierte ich mein Glück nochmal bei der Forelle, die so passiv unter dem Rohr stand. Als Köder verwendete ich diesmal den Mirax 50 in Schwarz-Gelb. Ich habe es gekriegt. Lang genug habe ich sie gezankt. Schwarz-Gelb. Am Rohr, das blöde Vieh. Scheiben oder? Nee, mit schwarz-gelbem Gummi. Natürlich klingelt dann das Telefon, wenn man drillt. Wer die Serie erkennt, von der die Titelmusik handelt, kann es ja in die Kommentare schreiben. Immer eine kleine, ne? Ja.
Wie zuvor geschätzt, hatte die Lachsforelle 1,2 Kilo. Für mich war um 11:45 Feierabend, da wir noch Besuch zu Ostern bekamen. Es war ein rundum schöner Tag mit ordentlich Fisch für einen halben Tag. Nochmals danke an Sascha und seine Freundin Jacqueline für den angenehmen Tag mit interessanten Gesprächen und Austausch von Tipps und Tricks. Ich hoffe, ihr wart auch alle am Wasser über Ostern und konntet auch einige schöne Fänge erzielen. Im nächsten Video gehen wir an ein Fließgewässer und versuchen dort mit Huhn und Gummi den einheimischen Fischarten nachzustellen. Euch eine schöne Zeit am Wasser und macht Idiot!